Außenposten Tososhi Lur. Locke den Kommandanten des Außenpostens hervor, indem du seine Jäger tötest. Belohnung 6000 EP. Alles klar. Und jetzt endet die Jagd. Töte die Jäger von Uhu. Uhu. Urlase, der Stolze. Nein. Moment. Seht, der Waldläufer! Ich rieche etwas. Ein guter Schlag! Zum Leuchtfeuer! Such nach dem Licht! Tod den Menschen! Und hör nicht ewig weitermachen! Ich hab ihn! Blutet er ein bisschen! So wie es aussieht, dann können wir das laut machen. Das ist kein Problem. Also wir können das auch laut machen. Nochmal drei Kopfschüsse, die mache ich mal direkt. Hört ihr das auch? Manche nennen es Alarm. Ich nenne es Zeit zum Spielen. Spaß, das ist gut. Den haben wir auch. Ich hoffe, dir gefallen. Die haben anscheinend ein bisschen mehr HP jetzt, ja. Das ist aber nicht so das Problem. Dann jagen wir Mittel! Oh, was war das? Erzürnt durch Verletzung. Ergib dich, du Bauer! So, wir können auch einfach mal die Elben so ein bisschen umrasieren. Die wir vielleicht mit umbringen. Jawohl. Da ist auch direkt die Explosion. Ja, jetzt ist hier quasi alles weg. Drei Kopftreffer. Die machen wir jetzt direkt. Der kommt auf uns zu. So. Huch, der ist nicht gestorben. Jetzt zwei. So, ein Kopfschuss müssen wir noch. Ja. Wo ist er? Da. Die haben wir fertig. In den Pausen treffen! Machen wir eine Kampfaufzählung. Oh ne, das war hinrichten. Stehen bleiben! Machen wir das so. Zack, das hält uns direkt. Moment, wir können ja auch im Feuer stehen, ohne dass was passiert. Das ist cool. Jetzt müssen wir nur noch zwei Jäger töten. So, der Stolz ist erschienen. Wer hat die Jäger getötet? Du hast Sauron verärgert und wirst seinen Zorn spüren. Alles klar. Sauron ist verärgert. Was passiert hier unter? Der kam ja auch schon immer ein bisschen cholerisch vor, dieser Sauron. Von der Seite! Eindringling! Ich bin der Beschützer Mordors, sein treuer Diener. Es war ein schwerer Fehler, hier einzufallen. Alles klar, ich weiß Bescheid. Okay, der hat Bereichsangriffe. So, den können wir direkt mal übernehmen hier. So, jetzt sind wir auch direkt voll geheilt. Findet ihn, ihr Narren! Jetzt bitte angreifen. Sehr schön. Er greift auch an.
Das ist ein Lagerfeuer. Ich glaube, das sollten wir mal für uns nutzen. Dann springen wir hier rüber. Nein, nicht fallen lassen. Den nehmen wir auch mit, dann haben wir zwei von unserer Seite. So. Beuge dich dem hellen Herrscher. Jetzt müssten beide für uns angreifen. Genau, der ist dicht genug am Lagerfeuer, meine ich. Würde ich jetzt einfach mal explodieren lassen. Nur zum Vorhang. Okay, das hat sich wirklich so geklappt. Na, schade, wir kriegen hier leider das Teil nicht ins Visier. Doch hier. Da können wir durchschießen, oder? Sehr schön. Der Brock ist explodiert. So, jetzt können wir den da auch noch abschießen, wenn wir rankommen. Jetzt. Zack. Und eine Schleichtötung. Der wird direkt. Oh, immun gegen Schleichtung. Du wirst nicht entkommen. Wir haben vorher recherchiert. Er zündet euch herumgehüpft. Das gefällt ihm gar nicht. Bereit, hoch die Jagd zu werden? Lass das! Lass das! Du hast nichts zu sagen. Die Strafe für deine Arroganz! Er ist vergiftet. So macht man das in Mordor. Du bist mir nicht gewachsen, Eindringling. Eindring, mach dich bereit. Richtig übernehmen können wir hier nicht. Okay, wir müssen mal ein bisschen die Position hier ändern. Guck mal, hier können wir noch was abknallen. Hier steht ein Fass. Ich hab da drüben was gehört. Oh. Hallo. Ich würde jetzt einfach mal hier auf das Fass schießen. Du verbrennst nicht Saurons Anhänger. Wir verbrennen dich. Sind alle Eindringlinge so dumm wie du? Okay. Saurons Getreue findet den Tag. Also er brennt auf jeden Fall. Wir auch. Aber das ist nicht so wild. Das wäre cool, wenn wir den benutzen können, wenn er geschwächt ist. Weil der ist echt stark. Also der ist jetzt gut 7 Level oder so. Das ist der Falle. Da dürfen wir nicht rein. Jetzt wird dich die Schauen wir mal, ob hier hinten noch was aussteht. Wir müssen mal wieder die Position wechseln. Egal was da rumläuft, ich will es tot sehen. So, wunderbar. Der kämpft jetzt auch für uns. Da hinten ist er. Er ist fast tot. Er ist uns nicht gefolgt. Ich schieß ihn mal an. Kommt er zu uns. So. Jetzt müsste der herkommen. Und wenn er da ist, würde ich hier das Feuer benutzen. Er kommt angesprintet. Hast du das gehört? Bleib nicht so unwichtig. Jetzt explodieren es. Okay. Schade, er ist einfach nur tot.
6000 EP und ein Fähigkeitspunkt. Sehr schön. Also das hat relativ gut geklappt. Das ist natürlich, wir mussten taktisch spielen. Level abbekommen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Eine Info. Gut, lass uns mal hier oben. Spiele Aufträge, um mit diesem Charakter zu interagieren. Gut, den können wir noch nicht freischalten. Dann nehmen wir mal den unbekannten Häuptling hier. Bam, der heißt Mystiker Stammkommandant. Okay. Schon mal ein Anfang. Dann können wir hier direkt das Monument zerstören. Einmal draufklettern. Und kaputt machen. Jetzt haben sie nur ihre Bestien. Damit werden sie mich nicht aufhalten. Wenn der Oberherr zwei Köpfe hat und man einen davon abhackt, was passiert? Tschüss. So, Pfeile haben wir. Wie bist du gestorben? Erwischt. Oh, wie herrlich! Beim Abschlachten von Menschenpack wird mir immer Scheiße. Ganz warm ums Damit schwarze Herz. Der hat mich jetzt überrascht. Ich habe nämlich den falschen Knopf gedrückt, leider. Puk hat uns getötet. Ich glaub's nicht. Den müssen wir uns merken. Der wurde jetzt befördert. Und kriegt höchstwahrscheinlich auch einen Titel. Ja, Puk Allesfresser. Zeit verstreicht. Das ist krass. Ziel markieren, ey. Direkt rächen. Das kann doch nicht sein. Ich wollte ihn noch mal kurz wegrasieren und dann passiert sowas. Denkst du an deine Familie, Celebrimbor? Dein früheres Leben? Es gab eine Zeit, da habe ich jeden Tag an sie gedacht. Das ist sehr lange her. Da wird jetzt direkt hingerannt. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Da müssen wir auch gleich eine Fähigkeit noch freischalten. Das machen wir. Als allererstes muss ich den hier töten. Oder ihn übernehmen, weil er jetzt befördert wurde. Könnten wir ihn noch übernehmen. So, mal gucken. Ich würde fast sagen, wir beherrschen den, weil er echt gerissen ist. Da drüben hat sich was bewegt. Auf seinem Karagon. Ja, eigentlich eine coole Übung. Oder ein Test, wie man eine Waffe übernehmen kann. Aber wir müssen hier echt durch Stock und Stein. Meine Herrschaften. So. Ich halte dich! Meine Herren. Hopp, 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 ins Wiesgaloppchen. Abstehen. Rache üben. Ein Festmahl in der Nähe. Ich kann ihren fürchterlichen Gesang hören. Ah ja, ich sehe schon. Auf der Karte ist ein roter Bereich. Da werden wir ihn dann finden. Müssen wir erstmal in die Nähe kommen. Ah!
Da! Bei Karagor! Rauch sieht da nichts aus. Rug. Rug der Wahrsager. Den suchen wir nicht. Der ist aber auch hier. Den könnten wir theoretisch mit zerlegen. Ich muss da hinten. Halt! Ich habe etwas gesehen. Es ist widerlich, aber bei den Grauks auszumisten ist besser, als sie füttern zu müssen. So, der kämpft jetzt auch bei euch, auf unserer Seite. Da steht er. Das muss er sein. Pug. Der ist beschusssicher. Er zürnt durch Drachen. Er ist ein schlechter Hinrichtungskonter. Beantwortet Hinrichtungsangriffe von vorn mit einem Gegenangriff, der nicht abgeblockt werden kann. Richte ihn stattdessen von hinten hin. Oh, wir haben ihn ja von hinten gesehen. Also der ist eigentlich cool, wenn wir den übernehmen könnten. Wir machen hier einfach mal Radau. Ins Gesicht. Menschenfleisch? Oh ja, ich will Nachschlag. Recht, seine Knochen! Kannst du in den Pausen treffen? Ja, genau so! Dummer Typ! Ich glaube nicht, dass wir ihn übernehmen können. Hier sind zu viele drumherum. Zumindest ist er tot, wir haben Rache geübt. Richtig. Jetzt können wir hier, zack, Elbenhut. Und aufrollen. Sehr schön. Also, das ist schon eine geile Kombo, so wie wir das jetzt gemacht haben. Hier ist alles wegrasiert. Quasi aufgeräumt. So, schauen wir mal. Was haben wir hier noch? Also wir haben eben diesen... Also Beherrschung haben wir jetzt. Wir haben eben das hier geskillt. Letzte Glut. Das war cool. Seelenzittern. Die Aufzehrung eines Feindes stellt Elbengeschosse wieder her oder Beherrschung. Okay, dann muss man sich tatsächlich entscheiden, welche man aktiviert. Hier haben wir noch mächtiger Schwung. Wenn du X loslässt, sobald deine Glaive voll aufgeladen ist, wird für jeden getroffenen Feind Macht erzeugt. Das ist obergeil. Genauso wie Hammer von Eregion. Drücke A, um über einen Uruk zu springen und ihn zu betäuben gleichzeitig. Wenn er gleichzeitig betäubt ist, gefällt mir das sehr gut. Weil je mehr CC und so weiter wir haben, also Flächenschaden, CC, also Crowd Control und so weiter, das brauchen wir alles, desto besser.